So. Ja, ich war lange weg, ich bin wieder da. Ja, was ist passiert? Im letzten Video habt ihr gesehen, dass der BRZ uns leider verlassen hat. Traurig, traurig. Aber warum? Ich hatte einen kleinen Unfall, also einen Bordsteinrempler. Und die Felge war verschrammt und auch so ein bisschen, ja, eingedellt, verdreht. I don't know, nicht mehr so geil zum Weiterfahren. Auf jeden Fall war ich in der Werkstatt und in der Werkstatt ist dann aufgefallen, dass der Motorraum ein bisschen verzogen ist, dass es Teile gibt, so wie Lenkgetriebe und sowas, die irgendwie beschädigt sind und ja, so ein paar Dinge, die nicht auf meinen Unfall zurückzuführen sind. Und da habe ich mal so ein bisschen Nachforschungen angestellt und das hat sich dann herausgestellt, dass der Wagen schon vor meinem Kauf einen Unfall hatte. Ich habe halt so ein bisschen nachgeforscht und auch die Vorbesitzer zum Beispiel befragt, was denn da passiert ist. Und ich habe da Bilder bekommen von einem, da dachte ich, okay, also hätte ich gewusst, dass dieser Wagen solchen Unfall gehabt hätte, solchen Schaden hatte, dann hätte ich ihn auf jeden Fall nicht gekauft und auch garantiert nicht zu diesem Preis. Ja, ist blöd gelaufen, alles in allem. Ich weiß nicht, ob der Händler es wusste oder auch nicht, deswegen möchte ich da auch gar keine Schuld zuweisen oder sowas. Auf jeden Fall ist das Fazit von der Geschichte: Der Wagen hatte schon vor mir einen Schaden, deshalb habe ich ihn zurückgehen lassen. Ich habe mein Geld wieder bekommen und dann ging es erstmal ab in den Urlaub. Oh, ist das geil hier auf der Insel mit der Sonne am Strand. Ja, so oder so ähnlich ist das Ganze passiert. Auf jeden Fall war ich dann schon so ein bisschen in dieser JDM-Szene drin und ich habe dann weiterhin ein neues Auto gebraucht. Dann habe ich mich natürlich ein bisschen umgeschaut und es gibt ein Auto, um das man nicht herumkommt, und zwar die Toyota Supra. Also Händler in meiner Nähe gesucht, Probefahrt ausgemacht, Vertrag unterschrieben, Auto bestellt und so geht's weiter. Hallo, wir sind heute endlich beim Autohaus Metzger, das Toyota Autohaus, eins der drei besten Toyota Autohäuser Deutschlands. Sie haben den Ichiban Award gewonnen für ja, den besten Toyota Händler eben. Und deswegen dachte ich, komme ich auch hierher, um meinen Wagen abzuholen. So, ein kleiner Hinweis steht schon hinter mir. Wir steigen aber noch nicht gleich in das Fahrzeug, sondern fahren erstmal zur Werkstatt und bringen dort noch das Kennzeichen an. So, ich bin jetzt bei den Jungs von Devpool. Die haben es ziemlich drauf, wenn es um Auspuff geht, um Modifikationen, um Tuning im Allgemeinen, sage ich mal. Und ich habe noch einen kleinen Gefallen bei den Jungs gut und sie machen mir jetzt den Nummernschildhalter. So, Nummernschildhalter, ja, ist ziemlich langweilig anzusehen, deswegen zeige ich euch ein bisschen was Interessanteres und frage mal den Marco vom Autohaus Metzger, was er denn zum Auto an sich berichten kann. Ja, Marco, erzähl uns mal, wir haben ja jetzt hier das kleine Modell, sage ich mal, den 2-Liter-Motor. Hast du uns ein paar Eckdaten von dem Fahrzeug? Ja, klar. Also der 2-Liter hat 258 PS, 400 Newtonmeter Drehmoment, von 0 auf 100 in 5,2 Sekunden und macht dadurch unheimlich Spaß. Ja, da bin ich auch gespannt drauf, jetzt endlich das Fahrzeug dann mal zu fahren. Aber die Reihe allgemein Supra ist ja legendär, sage ich mal, schon einen Kultstatus hat es ja erreicht. Kannst du uns ein bisschen was zum Supra an sich erzählen? Ja klar, ich glaube, Supra ist für jeden ein Begriff, Toyota Supra, wirklich eine Legende. Irgendwo, vor allem durch die The Fast and the Furious Reihe, wo das Fahrzeug so richtig bekannt wurde und auch ein riesen Hype drum kam. Jetzt mit dem neuen Modell, wir haben uns unheimlich drauf gefreut. Ich glaube, es gibt auch eine unheimlich große Community für den Supra. Es ist einfach Kult und macht unheimlich Spaß, dass wir sowas jetzt endlich wieder bei Toyota haben.
Cool, ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Lieferung vom Fahrzeug und für die Beratung. Gerne. Jetzt haben wir einiges gehört. Ich glaube, wir wollen jetzt auch ein bisschen was für die Augen haben. Und ja, los geht's. Take a gas and 200 on the dash. Bitch, I'm zoning, I'm zoning, I'm zoning. Fast lane. Living life up in the fast lane. Living life up in the fast lane. Living life up in the fast lane. Fast lane. And I ain't slowing down, I ain't slowing down, I ain't slowing down. Living life up in the fast lane. Pedal to the ground, pedal to the ground, pedal to the ground. Wenn ihr mehr über die Supra erfahren wollt, schreibt eure Fragen unten unter das Video als Kommentar oder schreibt mir eine Nachricht auf Instagram. Dann würde ich nochmal so ein oder vielleicht sogar zwei Videos zur Supra extra machen, in denen ich eure Fragen beantworte. Bis dahin, hauen Sie rein. Bye bye.